Einen wunderschönen guten Morgen, meine herzallerliebsten Zuschauer. Ich bedanke mich für dein Interesse hier an meinem Video. Heute geht es hier um die Liebe, Liebesorakel. Wir machen jetzt Folgendes. Wir schauen einmal, was ist bei ihm los in Bezug auf eure Geschichte. Wie denkt er da zurzeit? Was fühlt er da zurzeit? Da wollen wir einmal mal drauf gucken. Im Anschluss daran schauen wir auch noch einmal, ja, wie es allgemein aussieht, um eure Partnerschaft, um eure Bindung. Wie ist da die Tendenz so auf die nähere Zukunft? Ne? Also das ist so das, wonach ich schauen will. Bitte Leute, das ist ein allgemeines Orakel. Ja, bitte, wenn ihr da euch nicht reinfühlen könnt, euch nicht angesprochen fühlt, ne, dann erzwingt es nicht, es hat keinen Zweck, dann schickt es einfach an den, den es angeht. Und ja, alles Wichtige findet ihr auch in der Beschreibung unten. So, und jetzt wollen wir doch mal schauen, was sich heute zeigt. Und wenn es heute angeht. Ja, ich habe die Karten jetzt vorher nicht springen lassen. Ich habe es vergessen. Ich mache das jetzt. Und ihr wisst ja, wer mein Gesabbel jetzt nicht hören will und das mischen, ups, das is it nicht, der kann ja auch ein bisschen vorspülen, ne? So, meine Gute, wir gucken jetzt hier. Am heutigen Vormittag. Shit. Moment. Was hier? So. Was sich hier heute für uns zeigt, was wichtig ist, was gesagt werden soll, was geht in ihm vor, was fühlt er zurzeit. Ich habe ja schon so ein Gefühl irgendwie, aber ich gucke erstmal, was die Karten uns noch verraten. Zwei Stück noch. Gib uns doch noch zwei Karten. Komm, kriegen wir noch eine? Eine haben wir noch. So, jetzt nehmen wir mal diese hier und schauen, was bei ihm los ist. Ne? Die mische ich jetzt auch nochmal durch. So, und auf geht's, Freunde. Und wir gucken, was los ist. Was fühlt er? Was denkt er? Was ist bei ihm zurzeit angesagt? Was ist Thema? Was ist los in Bezug auf eure Verbindung, eure Geschichte? Ach, da ist wieder diese weibliche Energie. Aber auf der anderen Seite, es kann natürlich auch immer eine Verstrickung sein. Ne? Also es ist nicht immer eine andere Frau im Spiel. Allerdings liegen hier jetzt die Routen drüber und das zeigt auch immer so eine kleine Unstimmigkeit, Streit. Und hier geht es um eine Entscheidung, die getroffen werden musste, muss oder wie auch immer sollte, ne? Oder schon getroffen wurde. Und am Ende des Tages ist hier halt diese manipulative Geschichte, die da einwirkt und auch schon ordentlich für Unstimmigkeit gesorgt hat. Naja, nichtsdestotrotz steht die Klarheit über die Liebe und auch eigentlich das Ganze unter einem schönen Stern. Ne? Also wenn man das so von Grund auf diese Geschichte sehen würde, auch von seiner Seite aus, würde man sagen, hey, eure Liebe steht unter einem guten Stern. Ne? Guck mal, der Stern, der sieht, die Sterne, die sind hier wirklich so, musst du dir das vorstellen, mittig und strahlen so auf die ganze Liebe, die ihr da habt. Aber, hier ist halt eine Verstrickung, eine manipulative Energie, die sich auf eure Liebesgeschichte sozusagen auswirkt und ihn da so entscheidungsunfähig macht. Und er, ja, es liegt das Haus daneben und das ist auch immer so, eine feste Geschichte, was Festes, ne? Aber was dann kommt, da haben wir den Hund. Und jetzt ist doch die Frage, ist er in der Lage, da eure Liebe in Zukunft zu leben und zuzulassen und sich dafür auch zu entscheiden, ganz bewusst. Ne? Und dafür sich die Entscheidung zu treffen, okay, ich möchte hier was Festes. Ne? Denn ich denke mir, in der Luft hängt niemand gerne. Und wenn der andere, und das ist aber immer so, er macht das auf eine Art und Weise, die
der Hund, ihr wisst, diese Verbindung, diese ganz bestimmte Verbindung, die da ist, und die lässt er dich auch spüren. Das heißt, wenn die ganze Geschichte jetzt nicht zack sich schon wieder aufgelöst hat bei euch beiden, denn da ist immer eine Überraschung bei euch in der Geschichte auch parat. Also da ist auch immer wieder mal die Möglichkeit, pass mal auf, auch wenn du jetzt sagst, vielleicht sogar, ach, unsere, nee, da ist jetzt nichts, ne, da, der meldet sich nicht zur Zeit oder wie auch immer, das ist, er ist immer für eine Überraschung gut, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also es ist durchaus möglich, auch wenn euch, bei euch zur Zeit sogar Funkstille ist, dass da auf einmal überraschend nochmal wieder was von ihm oder ihr wisst ja, ne, dreht euch, das müsst ihr ja mittlerweile wissen, wie ihr wollt, ist immer für eine Überraschung gut, dass er mal auf einmal wieder mit irgendeiner Nachricht oder irgendeiner Botschaft oder sich irgendwie bemerkbar macht, ne, auf irgendeine Art und Weise. Dafür ist er immer, das ist er ein Kandidat für, das will ich nur mal sagen. Es kann aber auch natürlich sein, dass du da in einer ganz anderen Ausgangssituation steckst, nämlich dass ihr da einen Kontakt habt, er aber noch nicht so ganz ja, sich entschieden hat und da so das Ganze so schwammig hält. Ne? Das ist ja immer das größte Problem dann an dieser Geschichte. Hier ist aber jemand, der für Überraschungen wirklich gut ist. Ja, und über diese Verbindung, die du ja hast, sonst würdest du mit dem Herzen ja auch gar nicht so an ihm hängen. Übrigens, an der Stelle, wenn du dir das Video jetzt anschaust und bei dir der Fall ist, dass du deinem Gegenüber, dass du gesagt sagst, die an dem Punkt bist, wo du sagst, ich möchte das nicht mehr oder er meldet sich nicht und ich habe da auch durchaus eine Liebe verdient, wo du recht hast, ne, die das auch zu schätzen weiß, ne, was ich da gebe. Und das sehe ich genauso. Dann zieh dir bloß keinen Schuh an, der dir nicht passt hier, ne, beim Karten. Ganz wichtig, weil dein Gefühl ist wichtig, ne, zu dieser Sache. So, hier ist aber halt jemand und vielleicht hast du das trotz alledem, dass du jetzt zurzeit sagst, ja, da ist jetzt sowieso Funkstille oder was weiß ich auch immer, was da gerade ist. Oder er hat mir gesagt, da ist nichts oder so. Der ist auf jeden Fall für eine Überraschung in Zukunft auch gut. Also wenn du raus willst aus dieser Geschichte, wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast, ich möchte das nicht mehr, ich möchte da raus, dann bleib bei dir und natürlich guck auf dein, was dir gut tut. Weil ich sage immer so, so eine Liebe, ne, so eine to Verbindung, diese ganz besondere Verbindung ist was ganz Tolles. Und es ist ein besonderes Gefühl, wenn man da so starke Gefühle hat, ne? Also, oh Gott, das war ein Satz, aber egal. Und bedenke aber bitte dabei, es muss sich für beide gut anfühlen. Das heißt, das negative Gefühl darf das, diese schönen Gefühle, die du hast, wenn du ihn siehst oder was auch immer, ne, gerade was Gutes gut läuft, dürfen diese negativen Gefühle, wo du dann diesen Verlust hast oder eher wieder Rückzug oder was auch immer da bei dir gerade los ist, ne, die dürfen das Positive nicht überwiegen. Also es muss zumindest ja irgendwo im Gleichgewicht sein, das meine ich. Immer so. Aber weißt du was? Da muss wirklich tatsächlich jeder auf seine eigene Geschichte schauen und sein eigenes Gefühl. Das finde ich so wichtig. Es ist hier so, auf der, wie ich das sagte, die Sterne eigentlich, ne, so, man könnte sagen, es steht unter einem so schönen positiven Stern. Und dann haben wir hier den Überraschungseffekt und den Turm. Und ja, Rückzug, Distanz, das Herz erstmal wegschließen, das Herz sozusagen nicht öffnen. Und ich muss ein Schlückchen trinken. Ach, so. Distanz, ne, das ist es. So, und dann schau bei dir jetzt an der Stelle. Ist da eine weibliche Energie, die dafür Unruhe, Konflikt oder was auch immer gesorgt hat und auch irgendwo eine Entscheidung, da, wodurch nicht keine Entscheidung getroffen wurde seinerseits. Oder ist da tatsächlich eine Verstrickung in dem Thema Liebe bei ihm, was bei ihm diesen inneren Konflikt, das nicht zulassen zu können, das in den Rückzug zu gehen, hier sich zu schützen, wenn schön wird, schnell zurückziehen, wenn Gefühle hochkommen, schnell zurückziehen. Das wäre auch eine Verstrickung. Ne, zu diesem Thema. Und ja, da musst du da genauer hinschauen mal. Und wir wollten ja auch zubbidiwupp, hier haben wir noch die Cord. Und jetzt gucken wir mal, jetzt legen wir mal hier noch eine Klärungskarte, möchten wir gerne. Spirit, bitte
eine Klärungskarte zu dieser Geschichte mit der Verstrickung in den, in, zum Thema Liebe. Okay, und hier haben wir dann das, was mich auch nochmal fühlen lässt, dass hier eine Verstrickung ist, was, weil das Thema Liebe verursacht in seinen Gefühlen, in seiner Baustelle, unheimlich Unruhe. Ne? Wenn ihr meine Videos kennt, es sind ja auch nochmal ganz viele, die meine Videos nicht kennen, es ist als Vogelschwarm zu sehen und nicht als drei Piepmätze, die da ein bisschen durch die Gegend fliegen, sondern so ein richtiger Vogelschwarm, der da mit Getöse über deinen Kopf so auf einmal weggeht und du denkst dir, holla die Waldfee, ne, was ist denn hier los? Weißt du? So ist das zu betrachten. Also das heißt, dieses Thema Liebe ist bei ihm im Allgemeinen ein Thema, was ihn beunruhigt, innere Unruhe auslöst. Und dann auch im weiteren Sinne die Distanz und diese Sprunghaftigkeit. Nämlich, ich will gar nicht sagen, dass dieser Mensch von Haus aus ein sprunghafter Typ ist in allen Dingen, die er macht. Ne? Das will ich gar nicht sagen. Denke ich vielleicht, denke ich auch gar nicht. Sondern es ist dieses Thema, die Unruhe, die Distanz und die Handlung aus dem Impuls raus, Bums, aus der Angst raus, aus einem Angstimpuls raus, den er noch nicht mal wahrscheinlich, weil es so automatisiert ist, gar nicht selber wahrnimmt mehr. Und weiß so, was mache ich hier eigentlich? Ne? Ja, ich denke, da haben wir jetzt erstmal das Wichtigste gesagt. Fühl dich da rein. Ne, guck mal, gehört das zu mir, gehört das nicht zu mir oder was gehört davon zu mir? Ne? Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, ich würde mich wirklich für ein Däumchen nach oben freuen. Ne? Ja, und ansonsten habe ich schon gesagt, dass alles in der Beschreibung steht. Oh, ich wollte noch kurz was zum Schluss anmerken zum Thema Räuchern. Es hat nämlich jemand eine Frage gestellt, ein Zuschauer, und die möchte ich dir jetzt ganz gerne ganz, ganz, ganz kurz und schnell beantworten. Also, folgendes. Wir sind hier alle miteinander verbunden, wie in einem Netz. Und ich habe aber auch mein eigenes Energiefeld. Und wenn ich hier in diese Themen, in eure Geschichten reinschaue, sozusagen, reinschauen darf, ne, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich oder um mich herum auch Energien sich anhaften oder anheften, ich will das jetzt mal so äußern, die ich nicht haben möchte oder nicht zu mir gehören oder wie auch immer. Und das ist ein Schutz, in dem man räuchert. Das ist so alt, wie der Mensch ist, kann man schon fast sagen. Also es wurde immer schon geräuchert, verschiedene. Das würde aber jetzt so weit führen, dass ich da, wer weiß, wie darauf eingehe. Aber ich wollte es gerne mal beantworten. Und auch, ich habe es jetzt extra auch am Ende des Videos gemacht, weil für die, die da jetzt keinen Bock drauf haben, die haben zumindest erst die Legung gesehen. So. Weißt du Bescheid? Ich räuchere dann einmal durch. Für mich ist das auch so, sich bewusst nochmal verbinden, ne, mit diesem Energiefeld. Und ja, wir sind es halt immer eigentlich, wir sind immer verbunden. Aber das ist nochmal so eine Bewusstsicht, das machen, so eine Bewusstheit dabei. Für mich, ich spreche hier nur von mir. Bitte, also ich habe mein ganz eigenes Ding und meine ganz eigene Kommunikation und niemand da draußen muss das richtig sein. Ne? Ich will hier niemand mein Ding aufstülpen oder so. Das ist so mein Ding. Ne? Und wenn ich gefragt werde, dann sage ich das natürlich auch. Ja, und das ist dann so diese, ne, Geschichte zum Thema Räuchern. Da gibt es verschiedenste Sachen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ich finde das super. Mich freut das, wenn euch diese Dinge interessieren. Ne? Und das freut mich eigentlich wirklich. Ja, und da bedanke ich mich an der Stelle auch gleich für die ganzen Kommentare. Alle lieben Worte, wie immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja morgen bei der Verlosung. Ich hoffe, ihr seid da alle bei, alle, die mitmachen. Ne? Und ich sage jetzt noch keine Uhrzeit, morgen Abend. Ne? So frühen Abend, würde ich mal so sagen. Und das war's von meiner Seite. Vielleicht mache ich gleich noch ein Video. Muss ich mal schauen. Tschüssi!